Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator. Ja, hallo zusammen erstmal, würde ich sagen. Und nach etwas längerer Pause, ich habe jetzt, heute ist Dienstag, ich habe am Sonntag das letzte Mal gespielt. Ja, ich wollte ein, zwei Sachen ansprechen in den nächsten zwei, drei Parts, die ich mir mal so rausgesucht habe. Zum einen war heute, also am Dienstag, die Apple Keynote, auf der das neue iPhone vorgestellt wurde. Und ja, zur ganzen Keynote-Geschichte wollte ich meine Meinung sagen. Dann haben wir noch ja wieder ein bisschen was Privateres. Das, ich hatte zum Beispiel heute bis, wann war ich zu Hause? Ich war um 7.55 Uhr gegen die Schule los und ich war zu Hause um 5:30, glaube ich. Und das ist halt ein Grund, warum ich jetzt auch etwas müde bin. Aber ich habe eigentlich richtig Bock zu spielen und deshalb machen wir das jetzt auch mal einfach. Zwillingsbereifung können wir ja mal einschalten. Ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, das Schild, da müssen wir vorsichtig mit sein. Das kennt er ja noch aus dem letzten Part wahrscheinlich. Da hatten wir ja schon mal ein bisschen, bisschen Engpass mit, würde ich sagen. Aber lass uns erstmal zusehen, dass wir hier ein bisschen Silage gefahren kriegen, weil wir wollten ja mal ein bisschen Biogas machen. Ich hatte ja auch noch ein paar andere Sachen vor. Unter anderem kam die Bitte, dass ich bitte die Rüben mit der Europa-Euro-Maus transportiere. Und ich glaube, das könnte ich mal gerne ausprobieren, weil das ist was, was ich selber so gut wie noch nie gemacht habe. Ich finde die Doppelreifung jetzt irgendwie nicht so sinnig bei der Arbeit hier. Da muss man schon irgendwie, naja, gerade nicht so das, was ich hier so passend finde. Würde ich mal vorsichtig ausdrücken. Ich werde, glaube ich, hier auch mal ein bisschen Vorgewende machen. Ach ja, man kann ja hier das Gras, das wird ja auch mitgenommen. Das vergesse ich immer, wenn ich eine Zeit lang nicht gespielt habe. Dann habe ich heute noch vorhin eine Map getestet, die hieß Alpenfeeling oder Alpenflair, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube Alpenfeeling. Und die war, naja, so lala. Ich mag ja dieses Alpenthema eigentlich extrem gerne, wie ihr wisst wahrscheinlich aus meinem Let's Play von dem Alpental. Und die Map ist auch ziemlich cool. Aber die, ja, die sieht schon sehr nach Alpen aus, aber das ist nicht dieses sehr bergige Land. Und bei dieser Map, die ich jetzt halt angesprochen habe, diese Alpenfeeling hieß sie, ja, da gibt es halt extreme Steigungen. Also da gibt es teilweise, ich weiß nicht, gefühlte 80% oder so. Also so richtig krass. Das ist schon ein bisschen zu viel. Außerdem ist die Map insgesamt irgendwie nicht so ausgereift, würde ich mal vorsichtig behaupten. Aber insgesamt, ja, coole Ideen auf jeden Fall. Also wenn ihr wollt, schaut euch die Map mal an. Das ist eigentlich, wenn man auf dieses Alpenthema steht, auch eine Sache, die mir gefällt. Obwohl ich muss ehrlich sagen, wenn man beabsichtigt, länger darauf zu spielen, dann nimmt besser die Alpental. Damit bin ich eigentlich ziemlich zufrieden in meinem anderen kleinen Mini-Let's Play, wie diesem hier. Was halt ja nur auf der Alpental ist. So, wir haben noch 7%, die in den Häckselwagen, in den Bunker da müssen. Und jetzt können wir hier endlich auch mal ein bisschen Platz rausfahren. Ich habe das jetzt extra ein bisschen gemacht mit dem Vorgewende. Ich glaube, ich werde auch noch eine Runde Vorgewende machen. Ja, ja, komm. Ich will den noch nur Platz lassen. Deshalb fahre ich hier so schnell. Boah, wo waren wir? Ich wollte über die Keynote sprechen und genau darüber, dass ich im Moment halt sehr, sehr viel Schule habe. Ich bin entweder um 16 Uhr zu Hause oder um 18 Uhr oder halb, also 17.30 Uhr. Auf jeden Fall ist es halt, sage ich mal, alles andere als komfortabel von den Zeiten her. Und deshalb, ja, wird es mit den Videos immer schwieriger. Ich muss eigentlich alles in der Woche aufnehmen, am Wochenende aufnehmen und in der Woche nur noch hochladen. Und das wird für mich halt jetzt, ja, deutlich nochmal schwieriger, dadurch, dass ich in der Oberstufe bin. Und dann, wenn ich dann um 16 oder 17.30 Uhr nach Hause komme, muss ich ja auch noch Hausaufgaben machen. Und das sind dann meistens auch nochmal, ja, 2 Stunden bin ich da bestimmt nochmal zugange. Also ist es nicht mehr so ganz so einfach wie früher, dass man einfach mal sagen konnte, okay, was machst du heute? Ja, ein bisschen aufnehmen. So ist es leider nicht mehr.
Ich möchte auch gerne mal, ich habe hier ein paar Sachen reingepackt, beziehungsweise das hier ist ja mein ganz freier Spiel, also das ist meine Singleplayer-Welt, da sind ja dann automatisch alle Mods drin, die ich installiert habe in meinem Mod-Ordner. So, ich glaube, wir können direkt rüberfahren. Die paar Kilo, die da noch rein können, die sind jetzt mir gerade egal. Und ich bin richtig gespannt auf mich selbst, ob ich den Weg zur BGA noch finde, obwohl ich sehe hier gerade, der ist ja ausgeschildert gewesen. Aber wir probieren es trotzdem mal. Ich probiere mal da nicht so ganz so drauf zu achten und mal ein bisschen versuchen, frei zu fahren. Aber die Map, das ist immer noch eine, bei der ich sagen würde, ja, absolut was, was ich auch privat mal, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde und Let's Playen würde, auf jeden Fall was, was ich auch mal privat spielen würde. Aber eine Sache möchte ich mal zeigen. Seht ihr das in dem Himmel, jetzt vor der Wolke? Diese Kreuze, da sind immer so dünne Fäden, kleine Linien über den Gestrüpp, über den Bäumen, und die finde ich irgendwie ein bisschen hässlich. Da wurde meiner Meinung nach nicht so ganz so sauber gearbeitet, und das ist auch was, was mir schon in Australien, also das ist so typisch OGF, das finde ich sehr schade, aber ja, ich sag mal so, es trübt jetzt meinen Spielspaß nicht so extrem, dass ich jetzt sagen würde, okay, die Map hier spiele ich nicht, sondern das ist einfach sowas, naja, wäre schöner, wenn es, sage ich mal, etwas solider aussehen würde, aber man kann mit leben. Oder man muss auch mit leben, weil ich zumindest kann jetzt da keine Texturen großartig ändern. Da bin ich nicht der Typ für, da müsste jemand anderen fragen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich jetzt ja wirklich hier so extrem BGA machen soll. Wie viel haben wir jetzt hier drin? Das ist ja schon 90 Tonnen. Da haben wir ja schon einen guten Haufen. Verdichtet ist aber noch nicht so stark. Da müsste man einfach mal ein bisschen mehr drüber gehen, aber das machen wir jetzt erstmal, glaube ich, nicht. So. Gut, dann gucke ich mal, dass ich den Weg zum Hexer wieder zurück hinkriege. Und dann müssen wir uns auch mal wieder auf jeden Fall um die Rüben kümmern. Die haben wir jetzt ein Part lang quasi vernachlässigt. Da müssen wir auf jeden Fall zusehen. Ich habe hier Vorfahrt, außerdem gerade keinen Verkehr. Uah. Was mache ich denn hier auch? Ich habe übrigens ein Problem. Vielleicht fällt euch das auf. Meine Maus, die ist irgendwie ein bisschen hin. Ich werde mir die Tage eine neue Maus holen müssen. Und ja, da erst dann geht es wieder gewohnt, sage ich mal, mit weichen Lenkbewegungen. Ja, ja, so übertrieben jetzt auch nicht. Aber man merkt es vielleicht, wenn ich hier... Also alles ist irgendwie... Die ist extrem langsam auf einmal und jackelt so ein bisschen, sage ich mal. Stört etwas. Und, naja, ist jetzt auch schon 2 Jahre alt. Obwohl es eine relativ teure Maus war und, ja, da muss jetzt wohl was Neues her. Kann man ja nicht ändern. So, jetzt muss ich mal einmal überlegen, was müssen wir denn hier alles machen, wenn wir dieses Ding bedienen wollen. So, Hilfe... Panel auf jeden Fall einschalten, denn ihr kennt mich ja, also ich bin ja nicht so der Typ, der hier weiß, wie das läuft mit dem ganzen Geräten. Schalten wir hier besser aus und setzen uns dann hier in den 9639, stimmt, das ist ja der ganz dicke. Obwohl ich finde, von den Texturen her ist der andere einen Tacken schöner, dafür hat der hier schönere Funktionen und natürlich etwas mehr Power. Was natürlich jetzt, je nachdem, was man gerne mag, auch ein Vorteil sein kann. Also, ich finde aber, dass in der Klasse fällt ja auf Vorteil innerhalb des Spiels jetzt nicht so wirklich auf. Ich weiß nicht, wie es in echt ist. Bei mir persönlich, ihr wisst das ja vielleicht, dass ich jetzt privat eigentlich überhaupt nichts mit realer Landwirtschaft zu tun habe. Und deshalb kann ich das, glaube ich, sehr schlecht beurteilen. Aber wenn ihr da Ahnung von habt, dann lasst es mich wissen. Da bin ich dann auch wirklich gerne für eure Kommentare offen. Und je nachdem, was, ob ich die dann auch... Also ich probiere eigentlich alles zu lesen ab und zu. Ich kriege eine E-Mail für jeden Kommentar. Und ab und zu habe ich jetzt in letzter Zeit gemerkt, kriege ich nicht für jeden Kommentar eine E-Mail. Wenn ich am Ende des Tages sehe,
Heute hast du irgendwie 300 Kommentare gekriegt, steht dann bei mir in den Google-Anzeigen drin, aber ja, ich weiß nicht, ich habe nur 60, 70 E-Mails gekriegt mit Kommentaren, dann kann da was nicht stimmen, aber ich probiere auf jeden Fall alles zu lesen und ich gucke auch dann immer mal. Ja, und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass wirklich auch im Moment Mod-Ersteller, zum Beispiel hier von der Vanilla Valley Map, und so, da bin ich mir aber nicht ganz so sicher, ob hier auch von der OGF Bayern sich der Modder letztens unterm Video zu erkennen gegeben hat. Das, wenn das wirklich so ist, dann finde ich das extrem cool. Weil irgendwie, ja, wie soll ich sagen, rechnet man damit, finde ich selber gar nicht so. Wenn man, ja, ein Video zu der Map macht, man denkt immer, oh, die Modder, das sind so hochbeschäftigte Menschen, die gucken sich das wahrscheinlich nicht an. Und dann, ja, ist man ein bisschen verwundert, wenn man dann auf einmal hört, ach so, ja, hab ich, oder wenn dann ein Kommentar kommt, der sich wirklich so anhört, als wäre man denn, als wäre das denn der Modder. Einmal bin ich mir sicher, beim zweiten Mal weiß ich es halt nicht genau, aber coole Geschichte. Und ich habe jetzt schon das Thema für den zweiten Part, da werden wir uns dann wirklich mal endlich um die Keynote etwas kümmern und ein bisschen um diesen Apple-Hype, der jetzt meiner Meinung nach auch wieder etwas zurückgeht, aber naja, dazu mehr im nächsten Part. Tschüss!